Liebe von hier ist euer Steinwallen. Zurück in Krotonia, wo es zuletzt doch einige gravierende Ereignisse, Vorkommnisse gab. Der Herzog von Pommern hat unsere Tochter Smirschna gefehlt. Erst gefangen genommen und dann gefehlt aufgrund einer alten Geschichte. Sie waren mal verheiratet und da hat sie ihn betrogen. Daraufhin haben wir sie geschieden voneinander. Er hatte schon damals versucht, sie festzusetzen. Wir haben da so ein bisschen interveniert und jetzt hat er offenbar die Gelegenheit irgendwie genutzt und kurzen Prozess gemacht. Das hat Branislav nicht auf sich sitzen lassen. Er hat ihn ebenfalls verhaftet und ebenfalls gefehlt. So ist zumindest der Rache Genüge getan. Das Herzogtum Pommern wird jetzt geführt von Herzog Julius, dem 12-jährigen Sohn des Mörders, des alten Herzogs. Aber, und das ist jetzt ein Treppenwitz der Geschichte, er ist auch der Sohn von Smirschna. Das heißt, das ist ihr einziges Kind und das hat jetzt hier das Herzogtum übernommen. Und insofern bin ich ganz beruhigt, dass ich ihm nicht komplett irgendwie die Titel weggenommen hatte. Aber das wäre auch viel zu viel Tyrannei gewesen. Wir haben ja hier für Mecklenburg eine, die Jure-Grafschaft, die zu Mecklenburg gehört, in dem Zuge zurückgewonnen. Und da werden sich natürlich jetzt alle Vorpommern unter den Zuschauern ein bisschen wundern. Ja, in diesem Spiel gehört Greifswald und dieses ganze Gebiet und Rügen zu Mecklenburg. Gut. Greifswald existiert aber noch gar nicht, sondern nur Wolligost, Wolgast. Und aus dem Grund nutzen wir gleich die Gelegenheit und werden hier ein neues Besitztum errichten. Und da geht leider nur Stadt oder Tempel. Tempel kommt für Branislav, denke ich, nicht in Frage. Deswegen bauen wir hier eine Stadt, nämlich genau Greifswald wird jetzt errichtet. 5 Jahre wird es dauern. So, und ich werde jetzt aber, also das werden wir hier noch auslösen, starten, diesen Auftrag. Ich werde aber diese Grafschaft direkt unserem Lieblingssohn, Prinz Leszek, übereignen. Genau, Titel vergeben, er wird das erhalten. Dann hat er nämlich hier ein kleines zusammenhängendes Gebiet. Und wenn dann die Erbschaft kommt, müsste Kissinia an unseren Haupterben fallen. Wir prüfen mal, ob dem so ist. Obotritia Kissinia, ja, genau. Und er erhält gar nichts mehr, weil wir ihm das jetzt schon gegeben haben. Das läuft also planmäßig. Ja, da kann sozusagen unser Lieblingssohn Leszek jetzt hier schon über seine erblich ihm zugestehenden Grafschaften jetzt schon regieren. Okay, soweit dazu. Ansonsten, wer sich hier für Jämtland interessiert, dieser Krieg stagniert merkwürdigerweise etwas. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum. Sie haben einen Teil ihres Kriegssieges erreicht, aber sie müssten einfach diese Armee jetzt nochmal schlagen. Aber irgendwie wollen sie sich nicht bewegen. Sie bleiben dort stehen. Der Gegner hat hier sogar eine Provinz erobert. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Was ist nun los mit unserem Erben? Ein Charakterfehler. Wenn ich dereinst aus dieser Welt trete, soll mein Sohn und Erbe Prinz Andrei an meiner Stadt regieren. Leider kursieren an meinem Hof Gerüchte über seine reuelose Überheblichkeit. Ich frage mich, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Okay, wie reagieren wir in diesem Falle? Wir versuchen das zu beheben. Seine Vorzüge betonen. Oder ich achte noch mehr auf mein Verhalten und gehe als gutes Vorbild voran. Ach ja, Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier offensiv intervenieren würden. Also großzügig ist ja immer eigentlich im materiellen Sinne hier gemeint. Wobei Diplomatie plus 3 zeigt ja, dass er dass es nicht nur um materielle Dinge geht, Wohl- und Mildtätigkeit. Ich würde sagen, wir sind großzügig, was seine Fehler betrifft und werden lieber seine Vorzüge betonen. So, Jagdreserven in Falun sind gebaut worden. Was ist hier noch? Das sind alles Ablässe und hier läuft ein Druckmittel aus. Das interessiert uns aber eher weniger. So. Das sind Truppen, die haben nichts mit diesem Krieg zu tun. Sind aber interessante Truppen. Deutschkriegerorden, was machen die denn da? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang die jetzt hier eingegriffen haben. Hier wird es nicht sein, oder? Wir checken nochmal den Kriegsstand. Nee, da hat sich nichts verändert.
So, ein Dynastiemitglied, Graf Jetschel, greift Graf Bohof an. Religionskrieg um das Herzogtum Böhmen? Was? Ach so, aber da wird nur eingegriffen in diesen Krieg. Der läuft schon. Aber das scheint ja irgendwie ein interessanter Krieg zu sein. Ah, aber da sind wir selbst. Das ist nur. Okay, da geht's um einen Grafen, der. Doch, der ist Teil dieses Reiches. Was ist hier los? Wartet mal, das müssen wir uns nochmal näher anschauen. Also, wer kämpft da gegen wen? Religionskrieg um das Herzogtum von Böhmen, soweit klar. Der Angreifer ist nicht sehr stark. 5000 gegen 6000. Ja. Das geht tatsächlich um dieses Gebiet, wenn ich das richtig sehe. Alles, was Tanlis ist, da gehört das auch noch. Wow, das ist ja enorm. Aber wie will er das gewinnen? Na gut, er hat zwei Verbündete, aber es sind nur zwei Grafen. Ob das so erfolgreich sein wird? Die gehen aber mit rein. Ja, die sind doch mächtig. Mit 9000 Mann ist er doch jetzt ganz gut dabei, so wie es aussieht. Okay, das ist wieder ein überaus relevanter Krieg hier an einer unserer Grenzen. So, dann ist ein neuer Gedanke hier gefasst worden, eine neue Innovation in unserem Reich bekannt worden. Renaissance-Gedanken, Entwicklungen in Wissenschaft, Philosophie und Logik haben unsere Städte in wundersame Zentren von Bildung und Innovation verwandelt. Die gewaltigen technologischen und kulturellen Sprünge, die wir jetzt machen, bringen bisher ungeahnte Potenziale in unsere Griffweite. Ja. Gemeinden entwickeln sich schneller dadurch. Allerdings muss man dazu sagen, die Entwicklung unserer Gemeinden ist sehr, 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 sehr zurückhaltend. 42 in der Hauptstadt, Provinz, in der Hauptstadt Grafschaft. Ich weiß gar nicht, ob es weiterentwickelte Grafschaften gibt. Es eigentlich eine Entwicklungskarte? Ich glaube ja, ne? Da können wir uns das mal angucken. Nein, nein. Ich glaube, nein, Novgorod. Wie sieht es da aus? Die sind bei 34. Da ist vermutlich Obotritia noch das entwickelste Gebiet überhaupt in unserem Reich. Oder Uppland 44. Gotland 40. Uppland dann tatsächlich. Falls ihr nicht noch etwas anderes seht, Bremen ist bei 42. Dann würde ich sagen, Uppland ist tatsächlich das entwickelste Gebiet. Hier sind wir bei 41. Okay, alles klar. Haben wir uns das auch mal angeschaut. Sehr schön. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. Druckmittel ist verfallen. Und was passiert hier? Ein Charakter wird angegriffen. Bauernaufstand gegen König Kamil. Hat er damit möglicherweise größere Probleme? 500 haben die Bauern nur. Das ist nicht der Rede wert. Und der Herzog von Pommern wird angegriffen. Vom Grafen von Wolin. Auch das gucken wir uns mal an. Der Angreifer ist mächtig. Befreiungskrieg bedeutet, Lehnsautorität wird reduziert. Das ist aber kein. Na, zumindest es ist ein Krutoi. Nee, es ist kein Krutoi. Okay, da stellt sich schon die Frage, ob wir da nicht mal eingreifen. Aber wir können natürlich hier keinen weißen Frieden erzwingen, weil es eben kein Krutoi ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich würde sagen, dann werden wir auf jeden Fall mal ein Geschenk schicken, damit er sich vielleicht hier noch was leisten kann. Nicht nur ein Geschenk, zwei. Und ansonsten können wir nicht groß helfen. Außer sein Gegner hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. 3500 hat er jetzt. Nee, Graf Witzler von Wolin. Nun gut, aber es geht immerhin nicht um die Entmachtung. So, was passiert hier noch? Herzog Spytgar wird angegriffen von Graf Karol. Ah, okay. Jetzt versucht es der Sohn des Eroberers, dasselbe zu erreichen. Herzogtum Masowien für Bosjena. Das ist aber noch jemand anderes, stammt aber auch aus der Dynastie. Okay, also die Gegend, die bleibt unruhig, aber ist jetzt auch nicht so entscheidend. Und, was ist denn das? Herzog Kamil?
Kommt das wieder aus Jämtland? Nee, diesmal aus Brandelok. Gibt es auch Dichter, na sowas. Tatsächlich, hier sind auch Poeten. Wo seid ihr denn? Wir gucken uns das mal an. Ah, da hoch im Norden, alles klar. Was ist das für ein Vermächtnis? Die Norweger haben es irgendwie mit den Gedichten. Mein Vasall Herzog Kami hat ein neues Werk verfasst. Und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Gedenken des Großkönigs. Welcher müde Mensch hofft nicht auf Rast in den glücklichen Herzen, in die er passt? Und wenn dann ihre letzte Stunde naht, auf ihresgleichen Lippen ihr Name weiterleben mag. Auf ihresgleichen. Das ist immer komisch. Hier ist von er die Rede und da plötzlich von ihr. Passt immer von den Artikeln nicht so richtig zusammen, aber bei den Norwegern weiß man nie. Okay, das klingt irgendwie nett, sage ich jetzt mal, ohne eine tiefe Gedichtanalyse hier von Branislav zu erwarten. Kamil, ich sehe, dass dies wahrlich von Herzen kommt. Dankbar für das Gedicht, gelobt. Hingabestufe ist mal wieder gestiegen und wir können einmal mehr auf Jagd gehen. Ja, machen wir aus reiner Gewohnheit. Oh! Was ist hier? Die Trophäe. Ich habe jetzt schon jeden Stein zweimal umgedreht und noch immer keine Spur von Jagdwild. Alle erwarten von mir, dass ich triumphierend mit einer Trophäe zurückkehre, doch derzeit sieht es danach aus, dass ich nur Schande mit nach Hause bringe. Ich glaube, auf der Ebene bewegen wir uns gar nicht mehr, oder? Oh, schaut mal, sein dicker Bauch, der wird immer dicker. Wollen wir eine Trophäe kaufen? Demütige Ehrlichkeit. Das ist sogar was Positives. Was passt denn zu ihm besser? Ich denke, wir kaufen deshalb was, weil wir dann natürlich auch das Ganze verspeisen können. Das ist ja mit das Entscheidende bei der Jagd, das leckere Wild zu verspeisen. So, die bewegen sich hier immer noch nicht. Was ist das für ein merkwürdiger Krieg? So, die Jagd hat ansonsten nicht viel gebracht. Irgendwie schaffen es die Jämtländer wohl doch immer wieder, sich aus der Affäre zu ziehen. Wenn hier nicht weitergekämpft wird, wird dieser Krieg nicht erfolgreich enden. Sehr mysteriös. Oh, und dies, liebe Leute, ist weniger mysteriös. Irgendwann musste es geschehen. Branislav ist gestorben. Mit 71 Jahren. Wir gucken uns gleich alles ganz genau an. 54 Jahre war er Herrscher, eine enorm lange Zeit. Was steht hier? Der Geist des Großkönigs Branislav von Krotonia hat im Alter von 71 Jahren nun endlich diese Welt verlassen. Er starb an den Folgen seiner Fettleibigkeit. Ja gut, an irgendwas muss man sterben. Er war bekannt für seinen schwachen Geist und verließ sich bei wichtigen Entscheidungen oft auf seinen Rat. Großkönig Ondrej besteigt den Thron. Ondrej ist stets in funkelnde und prächtige Rüstung gewandt und möchte, dass alle sehen, wie er sich in die Schlacht stürzt. Das finde ich eine ganz schöne Beschreibung eigentlich des Charakters. Aber lasst uns doch mal über Branislav sprechen, was er alles geleistet hat, was ihn ausgemacht hat. Wir erinnern uns doch daran, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als er Großkönig geworden ist. Er ist der Erste gewesen seit langer, langer Zeit, der einerseits verlacht wurde, andererseits aber auf Anhieb, dass die heilige Stätte auf Rügen gefunden hat. Das war schon bemerkenswert. Und wir erinnern uns daran, es gab gleich zu Beginn einen riesigen Krieg, einen Lehnskrieg, eine Freiheitsfraktion, die sich aufgelehnt hat. Er musste sogar aus der Hauptstadt fliehen. Das gab es danach nicht wieder. In die Wälder ist er geflohen und hat dort, glaube ich, seine Hochzeit sogar gefeiert oder die Verlobung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mit Geira. Seine Feldherren konnten aber diesen Krieg, ich glaube, nicht gewinnen, aber immerhin einen weißen Frieden herausschlagen. Das war schon eine dramatische Situation für das Reich. Dann kam die Pest, wenn ihr euch erinnert. Aber wir hatten damals eine ganz großartige Ärztin. Ich weiß nicht mehr genau ihren Namen. Irgendwie kurzer Reza, ich weiß nicht, so ähnlich. Die hat tatsächlich im Alleingang die Pest besiegt. Dann
können wir uns erinnern, er hat das Königreich Novgorod geschaffen, immerhin, und auch die Herzogtümer Karelien und Uppland. Er hat den Winterpalast ausgebaut, diverse Jagdreviere und natürlich unzählige Festmähler abgehalten. Ein Zuschauer hatte in grandioser chronologischer Art und Weise das alles mal aufgezählt. Zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, fast 40, zu denen er auch eingeladen wurde. Er selbst hat natürlich nicht so viele abhalten können. Das geht ja nur alle 5 Jahre, glaube ich. Aber ich glaube, er war mindestens auf 50 Festmählern, würde ich mal behaupten. Dann wollen wir nicht vergessen, dass es einen relativ großen Krieg gab, als die Engländer gemeinsam mit den Italienern uns angegriffen haben. Auch dieser Krieg ist gewonnen worden und im Gegenzug gab es einen Revanchekrieg, wo zwei damals englische Provinzen in Norwegen oder Schweden in unser Reich gekommen ist. Und wir haben den Estländern, oder Branislav hat den Estländern immer wieder geholfen. Das ist das, was ihnen am Ende. Ja, was vielleicht in Erinnerung bleibt, zuletzt gab es noch diesen Vorfall. Seitdem wird er der Fehler genannt, aber ich kann ihn damit nicht so richtig identifizieren. Wie auch immer, wir gucken uns jetzt mal diese Geschichten an. Das sehen wir. Kulturoberhaupt ist klar. Er war gefürchtet. Er war sagenumwoben, natürlich. Gläubig, ja. Diplomatie, Lebenswandel. Hat in 11 Kriegen gekämpft. 2 Angriffskriege, 9 Verteidigungskriege waren es. So, dann gucken wir uns mal an die Titel. Das kennen wir. Das ist Jaromir, gerade 18 geworden, wird König von Schweden. Der jetzige König bekommt natürlich das Hauptkönigreich Mecklenburg-Pommern sowie das Herzogtum Mecklenburg plus nur 2 Grafschaften. Das wird interessant werden, weil damit gibt es eine sehr, sehr, sehr kleine Hausmacht nur für Großkönig Andrei, den 48-Jährigen. Aber wir gucken uns mal die Ahnengalerie an und schauen mal erstmal, ist er nun der Älteste geworden? 71, Jaromir 42, Antoni 67, ja, Marek 71, oh nein, Großkönig Jaromar ist älter geworden, 76. Das hatte ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Stimmt. Das war ja auch ein legendärer König, der Göttliche, der überhaupt das alles in Gang gebracht hat, dass es diesen Gottkönige, dass es Gottkönige gibt, dass der Glauben verändert wird. Niklot 68, Witzlaf 63, Krutoi selbst 58. Haben wir den nur 4 Jahre gespielt? Nee. Ach so, er war vorher ja nicht König, genau. Das ist der Unterschied. Wir haben ihn viel deutlich länger gespielt, ja. Davor war er ja Herzog. 62 Jahre hat König Witzlaf regiert. Oh mein Gott. Das ist ja enorm. Jaromar selbst nur 45. Okay, das heißt, er hat doch keinen Rekord gebrochen, weder im Alter noch in der Regierungszeit. Aber dennoch ist er ein bemerkenswerter Mann, definitiv. So, wir setzen das Ganze mit Großkönig Ondrej fort. Ja, und da müssen wir jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen uns anschauen und bedenken. Nachdem mein Vater Großkönig Branislav von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, die riesigen Ländereien zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und streiche meine Kleidung glatt. Oh, was ich alles erreichen werde. Ja, das ist die große Frage. Okay, lang lebe der Großkönig. Nun ja, Dynastieoberhaupt hat sich kurzfristig geändert. Ich glaube, das wird sich auch bald wieder zurück verändern, aber wir schauen uns jetzt erstmal ihn an, seinen Charakter an und machen uns ein Bild von ihm. Also, 48 ist er schon, Gesundheit in Ordnung, allerdings ist er Trunkenbold, was einen winzigen Gesundheitsmalus gibt und sein Kampfgeschick und seine Verwaltung reduziert. Warum er Trunkenbold ist, das wissen wir, weil er so ein bisschen frustriert war. Ja, dass er älter wird und die Zeit so ein bisschen an ihm vorbeistreicht. Seine Eigenschaften sind tapfer, gerecht und arrogant. Ja, okay. So, was bedeutet das für uns? Also erst einmal,
bedeutet, dass er, wir wissen, er ist sozusagen ein großer Krieger. Wir wissen auch, dass er das Kriegführen liebt und dass er sich, wie es so schön eben beschrieben wurde, selbst in prächtiger Rüstung und Kleidung am liebsten stilisiert vor den Herrscharen und diese Gelegenheit nutzt. Aber er ist niemand, der jetzt um des Krieges selbst willen Kriege führt. Dagegen steht einfach die Gerechtigkeit. Das heißt, er ist jemand, der durchaus schnell zur Waffe greift oder das Mittel des Krieges verwendet, aber es muss wirklich einen gerechten Zweck haben. Das wird noch relevant für uns werden. Das bedeutet für mich aber auch, dass er zum Beispiel sehr stark die Jure-Kriegsgründe oder starke Ansprüche respektiert und die auch durchaus willig ist umzusetzen, wenn er dort irgendwie einen gerechten Hintergrund sieht. Also ihm sind Dinge nicht egal oder er ist wenig gleichgültig, sondern wenn er irgendwo eine Ungerechtigkeit sieht, will er eingreifen und das durchaus auf kriegerische Art und Weise. Das Tapfer spricht für sich selbst, er scheut nicht selbst sich in Gefahr zu bringen. Klar, er ist ein Anführer. Und das Arrogante ist eben, dass er ja selbst von sich überzeugt ist, ne? Er hat keine Schwierigkeiten mit dem eigenen Selbstwert. Das heißt, er glaubt, er ist der beste Anführer, sicher auch der beste König überhaupt. Er ist kein Zyniker, das wissen wir auch. Das heißt, er schätzt durchaus den Glauben. Nicht im fanatischen Sinne, aber so im althergebrachten Sinne. Also auch den neuen Glauben und sieht sich natürlich als göttlich an, so wie das Teil des Glaubens ja ist. So, schauen wir uns mal die kleinen Eigenschaften an. Fähiger Taktiker, unnachgiebiger Verteidiger. Okay, das sind alles die militärischen Sachen. Aggressiver Angreifer. Er ist Pilger schon gewesen. Er ist galant. Das ist ganz interessant. Er hat, glaube ich, ja, Lebenswandel können wir auswählen. Aber schaut mal, er hat den gesamten Galantheitsbaum durchgemacht. Das können wir uns vielleicht auch mal anschauen. Das heißt, ich glaube, mit der Zeit, weil es so wenig Kriege gab, hat er selbst vielleicht Zuflucht gesucht in Geschichten, so Minnesänger, und hat sich so stilisiert auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube, das passt ganz gut zu diesem galanten Zweig. Standhafter Anführer, Kampfgeschick, Hof machen, Liebesdinge durchbrennen. Okay, so war's. Ritterliche Vorherrschaft, also das Idealbild des Ritters, dem möchte er eigentlich entsprechen. Okay, Ritter-Effektivität erhöht sich, Heiratsannahme für sich selbst und enge Verwandtschaften verbessert sich, niemals aufgeben, das ist im Kampf relevant, Königsgarde, er kann mehr Ritter führen oder insgesamt gibt es mehr Ritter, Treue und Respekt, der Ehepartner mag ihn mehr, Ehepartner-Ratsaufgaben sind verbessert, Friedensstifter, Friedensannahme geht schneller und er ist galant. Also Eigenschaft galant, bringt Kriegsführung, Kampfgeschick, Prestige und Anziehungsmeinung. Und dann hat er gestartet im Bereich Aufseher. Dienst an der Krone, okay, natürlicher Schrecken und mehr Kontrolle, heimischer Herd, Verteidigervorteil, Härte erdulden, Festungsstufe und strenge Organisation. Tja, also das ist alles so ein bisschen Härte und Kontrolle. Ich glaube, wir gehen dann eher in Richtung Stratege, da sehe ich ihn dann eher. Galant passt auf jeden Fall ganz gut. Wir bleiben auf jeden Fall in diesem Schwerpunkt, würde ich sagen. Und ich bleibe auch in dem Bereich Ritterlichkeit. Das passt für ihn am besten, aber wir gehen dann, glaube ich, im Bereich Stratege weiter. So, gut. Das erstmal dazu. Jetzt haben wir einiges anderes zu tun, nämlich wir müssen natürlich, ja, den, oh, was haben wir hier? Darlehen zurückzahlen, Geld ist genug da. Ich denke, das können wir direkt mal machen. Schickt das Geld zurück. So, wir müssen natürlich den Rat besetzen. Und dazu müssen wir allerdings mal ganz, ganz wichtig gucken, was hat er überhaupt für Beziehungen? Hat er Freunde? Er hat hier nur eine einfache Frau als Freund, sonst niemanden. Wie sieht es überhaupt aus mit seiner Frau? Großkönig Ursula, 43. Okay. Sie ist zart und gebrechlich. Dadurch
keine große Hilfe beim Regieren, zufrieden, treuherzig und ehrlich. Ja, eine treue Seele so an seiner Seite, aber vermutlich keine besonders markante Persönlichkeit. Wie ist sein Verhältnis zu seinen Brüdern? Er ist ja immer noch beim Orden. Wir haben Prinz Leszek ansonsten, ganz gutes Verhältnis. Und der neue König von Schweden ist Jaromil, auch zu ihm ein ganz gutes Verhältnis, so wie es aussieht. 18-jährig ist der Typ, intelligent im Übrigen. Ein talentierter Mann, dieser König von Schweden. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie der Rat besetzt wird. Ratsprediger Christina, das scheint mir nicht ganz passend zu sein. Ich denke durchaus, dass er hier die verwandten Könige mit in den Rat holt. Das ist ja durchaus gute Tradition. Wir gucken mal. Hier gibt es ja einige wirklich talentierte Leute. Also, König Jakusch hat Diplomatie 17. Wir haben König Ondrej, der einen hervorragenden Marschall abgeben würde. Wir gucken mal ganz kurz sein ältester Sohn. Der ist ja auch schon 26. Schaut mal. Das ist ein ganz kluger, das wissen wir ja. Ich würde sagen, den macht er zum Ratsprediger. Wenn das denn möglich ist. 19, ja. Das machen wir. Also, damit kriegt er dort auch gleich Regierungserfahrung. Als Ratsmarschall werden wir König Ondrej einsetzen. Das passt auch ganz gut. So, als Ratskanzler haben wir König Jakusch. Und der schwedische König. Ja. Jaromil. Ich meinte, immerhin gibt es dort eine enge Verwandtschaft. Er könnte durchaus Ratsspitzel sein. Spricht auch meines Erachtens nichts dagegen. Zu den anderen hat er, glaube ich, noch kein engeres Verhältnis. Jetzt ist die Frage, gibt es jemanden, der zu dem er irgendwie Bezüge hat als Ratsverwalter? Ansonsten Herzog Piotr wäre auf jeden Fall eine vernünftige Wahl. Er ist ein mächtiger Mann im Reich und auch super talentiert in dieser Sache. Ich gucke nur, ob es jemanden gibt, der irgendwie naheliegender wäre. Aber da sehe ich niemanden. Ich würde sagen, wir nehmen ihn dann. Ja, okay, damit ist der Rat erstmal besetzt. So, sich dem Alkohol ergeben, das machen wir jetzt nicht. Gibt es keinen Grund zu, im Gegenteil. Jetzt geht es ja vielleicht voran für ihn. Und jetzt muss aber der Tradition Genüge getan werden. Wir werden auf Pilgerreise natürlich gehen. Und wie gewohnt nach Arkona reisen. Die Antrittsreise eines jeden krotonischen Königs. Abreise findet statt. Und dann schauen wir mal. Ja, und es gibt, und das wird jetzt das Thema sein, es werden sich jetzt Fraktionen bilden. Wie gewohnt wird gerade die Anfangszeit mit Problemen verbunden sein. Ja, und hier haben wir schon eine Unabhängigkeitsfraktion und die russisch-orthodoxen Populisten. Und die Unabhängigkeitsfraktion, die wird in 8 Monaten auch ein Ultimatum stellen. Dagegen wird er möglicherweise schwer das tun können. Was haben wir hier? Eine unerwartete Begegnung mit Herzog Spytko. Herzog Spytko ist der Herzog von Masowien. Das ist der, dem immer das Herzogtum weggenommen werden sollte von den Eroberern. Aber ich denke, er wird froh sein, jetzt erstmal Freunde zu gewinnen unter den Herzögen. Ja. Allerdings ist er arrogant, ne? Ja, ich würde sagen, die Arroganz lassen wir hier mal durchklingen. Welch vielversprechendes Treffen, doch ich muss allein beten. Klar, ein Gottkönig muss allein beten. Einsame Spitze. Das passt, glaube ich, ganz gut zu ihm. So, jetzt sind wir wieder Dynastieoberhaupt. Das hat sich geklärt. Und Ursula ist schwanger. Nochmal schwanger. Wie alt ist sie eigentlich? 43. Okay, wir haben schon 6 Kinder. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Wir haben ja nicht nur einen Sohn.
Wir haben noch Prinz Lucian, 24, rachsüchtig, gerecht und ehrlich, auch ein Trunkenbold. Und wir haben Prinz Vincenti, 19, mitfühlend, geduldig und ehrlich. Alle schon verheiratet. Nun gut. So, wir kommen an. Auch er hat sich nicht verlaufen. Mit Branislav ist das eigentlich offenbar gebrochen worden. So, mit Leib und Seele ist er jetzt hier. Ich habe den heiligen Pfad beschritten. Hervorragend. Dann warten wir noch, bis er wieder eintrifft. Die Rückkehr. Er ist zurück. Gut, ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Auf jeden Fall schön, wieder zu Hause zu sein. Ein Gast ist noch eingetroffen, aber ich glaube, Salomea ist weiter Hofärztin. Sie lernt allerdings keine ärztlichen Kompetenzen. Das macht mich etwas nervös. Aber sie ist dennoch klug und ich denke, wir behalten sie als Hofärztin. Einkommen ist übrigens drastisch gesunken. Naja, sind eben auch nur drei Grafschaften, ne? Varnabia, Kissinia und Obotritia, die in seiner Hand sind. Okay, liebe Leute, damit ist der Machtwechsel vollzogen. 48, wer weiß, wie lange er regiert. Der Erbe wäre Janosch mit 26. Und, na, wir sehen hier, die Militärstärke ist aber wieder deutlich gestiegen. Das heißt, noch kommt es hier nicht zum Ultimatum. Na, schauen wir mal. Eine Freiheitsfraktion hat sich gegründet. Leszek? Ernsthaft? Sein Bruder? Na, gut, Freiheit heißt, er will die Lehnsautorität runterbringen. Gucken wir mal, wo das hinführt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und ich werde auf jeden Fall bis dahin schon mal ganz genau anschauen, gibt es, ja, was sind seine Ziele? Gibt es möglicherweise gerechte Kriege, die zu führen sind? Dinge, die an ihn herangetragen werden? Solche Sachen werden jetzt von Bedeutung sein. Aber ich denke, er wird sich auch erstmal ein bisschen Zeit geben, um anzukommen. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.